Wer ist das da, Dorothea? Rando. Wieso Rando? Ja, eben Rando, dein dritter Sohn. Der dritte liegt mir ganz besonders schwer am Herzen. Ein Taugenichts. Ein gutes, fleißiges Bürschchen. Einsortieren, fix. Das übt ihr heute. Rando Wegerow, Sie sind zum Fliegerhorst Heringsdorf abkommandiert. Idiot, hast die Gasschiebergestänge nicht versplintert? Komm hier runter, du. Ich stelle dich vor ein Kriegsgericht. Ich liefere dich an den Reichsmarschall persönlich aus. Also alles, was recht ist. Über seine Wirtschaft kann man dem Plesso nichts nachsagen. Die hält er wie einer von uns. Knecht bleibt Knecht. Wir wollen das Heu unter Dach haben. Da müssen die Jungen schon mitmachen. Und dass die Jungen Schularbeiten zu machen haben und rechtzeitig ins Bett gehören. Auf den Gedanken sind sie wohl gar nicht gekommen. Du bist verheiratet. Du gehörst zu deiner Frau. Aber ich will dich, Hella, genau wie damals. Weil sie allein leben? Nicht unbedingt. Aber wissen Sie einen Mann für mich? Sagen Sie, Sie sind wohl so ein Neulehrer. Ja, Fräulein. So einer. Ich meinte das nicht abschätzig. Was ist das nur für eine Zeit? Naja, Kriege darf man eben nicht verlieren. Nein, ich finde mich nicht damit ab, dass die Russen hier sind. Nee. Aber das hat doch sonst immer geklappt. Machen Sie mir keinen Kummer. Fast eine halbe Stunde hat er mich gezwiebelt. Kohldorf ist ein Ekel. Auch wenn du mich für verrückt hältst, ich bleibe.